Hi und ein sonniges Willkommen von eurem Tienchen. Bei uns ist heute Sahnewetter und ich hoffe, ich kriege das hier gebacken mit meinem Licht, weil von hier scheint die Sonne und auf der anderen Seite ist es irgendwie ein bisschen trüb. Und so wie ich das hier sehe, werde ich vielleicht doch noch das Licht brauchen. Ich habe in meiner Facebook-Gruppe einen Schreibtischblitzer gemacht mit Ratespiel. Und zwar hatte ich hier dieses Häufchen dekorative Papierschnipsel fotografiert und die Mädels durften dann raten, was wohl mein neues Projekt sein wird. Da kam dann Mixed Media oder schöne Schnipsel und heute will ich euch zeigen, was ich damit mache. Und zwar wird es eine Seite in meinem großen Art Journal werden, was ein ehemaliges Malbuch war für Kinder. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen hoch mit der Kamera. Moment. Jetzt seht ihr gleich wieder meine Finger. Auch schick. So, ich glaube, so ist es besser. Und um diesen Swirl, den wir nicht haben wollen, zu verdecken. Fangen wir erstmal mit Gesso an. Und machen diese Linien hier weg und hoffen, dass es beim ersten Mal deckt. Aber wahrscheinlich nicht, weil das tut es eigentlich beim ersten Mal nie. Ich male es jetzt mal an und lasse es trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe umdisponiert. Und zwar wollte ich ja eigentlich diesen Swirl völlig verdecken. Jetzt habe ich mir aber überlegt, dass mir die Rundung ja eigentlich hilft, mein Mosaik, was ich eigentlich machen wollte mit diesen Papierschnipseln, schön anzulegen, dass ich also diesen Kreis, den man hier durch die eine Gesso-Schicht noch ein bisschen durchsieht, ganz gut mitverwenden kann. Jetzt habe ich hier schon mal vorgetestet und zwar habe ich von Ideen mit Herz so einen Acrylkleber, nennt er sich. Also den macht man auf die Acrylformen drauf und kann die dann mit Glitzer bestäuben. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob der so ähnlich funktioniert wie dieses Matt Medium, was immer alle Leute nehmen, um irgendwas zu kleben. Und siehe da, das war mein Stativ. Habt ihr das gemerkt? Ihr seid abgestürzt. Siehe da, es funktioniert mit diesem Acrylkleber. Und den werde ich jetzt benutzen, um diese Teile hier aufzukleben. Und zwar funktioniert er wie das Matt Medium. Ich wollte also sowas machen wie ein Mosaik damit, mit diesen Resten. Und das werde ich jetzt rund um diese Kreisform anordnen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich das alles aufgeklebt. So sieht es jetzt aus. Ich finde es eigentlich schon mal ganz knuffig. Sind ja nur alle Papierreste gewesen. Und jetzt habe ich hier, ich glaube, das gab es mal bei Aldi, so eine Effektpaste. Und dieses Kristall, das trocknet transparent auf. Und damit werde ich mein Mosaik jetzt ausfugen. Also ich werde das mal testen. Ich habe hier so einen Spachtel. Der Fliesenleger bin ja nicht ich bei uns in der Familie. Aber wenn das wirklich transparent auftrocknet, dann kann ich damit die Rillen schließen, dass ich eine einheitliche Fläche kriege und kann trotzdem nachher, wenn es getrocknet ist, das Papier noch durchsehen. Da spachtel ich jetzt drüber. Und versuche da eine einheitliche Fläche hinzukriegen.
klappt ganz gut und ich hoffe, ich habe auch das Richtige erwischt. Das waren damals 4 Stück in der Packung, da gab es Gold, das ist schon leer. Und dann gab es dieses Kristall und ich glaube, das ist das Richtige, das nachher durchsichtig auftrocknet. Und dann gab es noch Perlmutt, das hat so einen leichten Glanz, bleibt aber milchig. Also ich hoffe, ich habe das Richtige erwischt. Und Silber gab es da noch. Das habe ich bei meinem letzten Art Journal als Schablone benutzt. Und ich denke, dass das dann auch gleichzeitig nochmal einen zusätzlichen Schutz bietet, damit mir diese Teile da gut kleben bleiben. Und vielleicht auch noch ein bisschen Struktur gibt. Also ich habe das jetzt in der Form noch nicht gemacht. Das ist jetzt quasi ein Test. So. Sieht das, glaube ich, schon mal ganz gut aus. Seht ihr jetzt natürlich nichts, aber ich denke, ich habe alles. Und dann habe ich für den Mittelpunkt eine Stanze. Und zwar sieht die so aus. Also wenn es ausgestanzt ist. Und das hier war ganz normaler Karton. Also diese Verpackung, die man kriegt, wenn man was einkauft. Ganz normaler Karton. Und ihr werdet es nicht glauben. Das funktioniert auch mit Styropor. Ist also wieder eine ganz andere Sache. Aber auch super schön. Wenn man es mal weiß braucht, ist ein ganz anderer Effekt auch wieder. Und ich habe mir diese Stanze ausgestanzt aus Karton, habe das ein bisschen distressed an den Seiten in schwarz und hatte auch so eine Stanze in dieser Rahmenform. Und da habe ich ein Bildchen hinten dran gesetzt und habe das mit Glossy überzogen, damit es ein bisschen plastischer wird und auch glänzt. Und das werde ich, wenn es getrocknet ist, hier in der Mitte anbringen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, also das mit meiner Ausfugerei, das hat prima funktioniert. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das hat hier einen ganz tollen Glanz. Ist jetzt eine einheitliche Fläche und ist klar aufgetrocknet, wie ich das wollte. Man kann es also noch durchsehen, was ich da für Teile benutzt habe. So, jetzt habe ich hier diese Gelatos für Arme, die es mal bei Lidl oder bei Aldi gab. Und man kann... Wunderbar, habe ich hier an der Ecke schon mal ein bisschen getestet, weil ich möchte euch natürlich auch mal was zeigen, was funktioniert. Ich hoffe übrigens, ihr habt keine bleibenden Schäden von dem Stativsturz erlitten. Also diese Farben hier, die sind teilweise mit Metall. Und wenn man die jetzt hier so in die Zwischenräume malt, dann kann man das mit dem Finger verreiben. Und kriegt auf die Art und Weise die Fugen auch farbig. Man kriegt so ein paar, so ein paar Schatten rein. Man kriegt Schattierungen rein. Und es geht ganz toll auf dieser Effektpaste. Also ich hätte jetzt gedacht, weil es sich ja, das ist quasi, es fühlt sich an, als wäre es abwaschbar. Ist es wahrscheinlich auch. Aber ich habe deshalb gedacht, es hält nichts drauf. Funktioniert aber. Also diese Teile hier, diese Gelstifte, die kann man einfach da drüber malen und dann reinreiben. Die sind ja auch wasservermalbar. Das heißt, ich könnte da jetzt auch mit Wasser arbeiten. Aber durch das, dass der Hintergrund so schön cremig und glatt ist, kann ich da jetzt einfach, wie ich lustig bin, drüber gehen und Strukturen reinreiben.
weil ich möchte natürlich meinen Hintergrund auch noch ein bisschen einfärben und auch die Zwischenräume. Also ich gehe da jetzt einfach so wild mit diesem Gelstift drüber und reibe die Farbe. Das könnte man wahrscheinlich auch mit so einem Babytuch machen, aber da geht sicher wieder relativ viel ab. Ich gehe da also einfach so drüber und reibe das in diese Zwischenräume rein. Und dann hat man an den Rändern gleich schon solche Schatten, weil es da stärker hängen bleibt oder weil es sich weniger abreibt, sagen wir mal so. Und damit ich euch jetzt nicht wieder samt Stativ hier durch die Gegend schmeiße, ihr könnt es hier sehen, hoffe ich, dass also da an den Rändern es jetzt stärker braun ist als in den Zwischenräumen. Also man kriegt da auch gleich ganz tolle, so eine Schattenwirkung mit rein. Und das mache ich jetzt einfach, wie ich lustig bin. Also ich habe jetzt mal hier diesen Bronzeton genommen, oder Kupfer ist das rote, rotbraune, diesen Kupferton, und reibt es jetzt hier überall so in die Zwischenräume rein. Und dann habe ich da unten ein bisschen experimentiert. Ich wollte eigentlich gern, sorry, ich habe heute einen Frosch im Hals. Ich wollte eigentlich gern irgendwie so ein bisschen diesen Grünton hier treffen, aber es ist kein Grün dabei, das irgendwie so in die Richtung geht. Also nehme ich jetzt mal hier dieses ganz normale Waldgrün, Moosgrün, stinknormales Grün und gehe da auch mal so ein bisschen an manchen Stellen so drüber. Nicht überall. Und ich habe gesehen, wenn man das dann nachher mit Schwarz ein bisschen mischt, dieses Grün, dann kommt man auf einen Ton, der nicht ganz so quietschgrün ist. So. Jetzt habe ich natürlich am Rand nicht überall von dieser Fugenmasse, von dieser Effektcreme, sondern nur da, wo dieses Mosaik war. Während ich hier vor mich hinwurschtle, wollte ich noch was sagen. Und zwar hatte ich ja am Anfang des Videos gesagt, dass ich meine Schnipsel fotografiert hatte bei einem Schreibtischblitzer in meiner Facebook-Gruppe. Also in einer Facebook-Gruppe, in der ich Mitglied bin, nicht in meiner Facebook-Gruppe. Und da haben zwei Mädels mitgeraten, und zwar die Nathalie und die Chrissy. Und die haben geraten, Mixed Media werde ich aus diesen Schnipseln machen oder Patchwork. Jetzt habe ich mir überlegt, ich nenne das zwar Mosaik, aber im Prinzip seid ihr mit eurem Tipp mit Patchwork und Mixed Media ja gar nicht so falsch gelegen, denn es war ja eigentlich Mixed Media und Patchwork, denn Patchwork könnte man das jetzt auch nennen, weil es zusammengesetzt ist aus diesen verschiedenen Teilen, und Mixed Media ist auch richtig, weil ich ja verschiedene Medien benutzt habe, und alles, wo man verschiedene Medien benutzt, geht also als Mixed Media durch. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich werde für euer fleißiges Mitraten und für euren Tipp euch ein kleines Dankeschön-Goodie zukommen lassen. Ich habe da für euch eine Kleinigkeit gebastelt und wollte euch das als kleines Dankeschön fürs Mitraten schicken. Wenn ihr also Interesse habt und euch überraschen lassen wollt, es ist wirklich nur eine klitzekleine Kleinigkeit, aber mit Liebe gebastelt. Wenn ihr euch überraschen lassen wollt, also die Nathalie und die Chrissy aus der Facebook-Gruppe mit dem Schreibtischblitzer, dann schreibt mir bitte in die PN eure Adresse und dann schicke ich euch das kleine Goodie zu, was ich
für euch gemacht habe, weil ihr so lieb mitgeraten habt. Das nur am Rande, während ich hier am Werkeln bin. So, jetzt habe ich hier meinen Rand gestaltet mit Grün, diesem Bronze, Kupfer, Messing, Braun, Glitter, Dingenskirchen und Schwarz. Das ist jetzt nicht schön, aber selten. Und irgendwie hat es was, weil es da wirklich an manchen Stellen so fleckig ist. Und ja. Und jetzt möchte ich dieses Dingenskirchen hier in die Mitte noch kleben. Das habe ich euch ja schon gezeigt, dieses Ausstandsteil. Da werde ich jetzt einfach mal ein bisschen Bastelkleber drauf machen und klebt es in die Mitte. Was ich immer extrem schön finde bei Art Journal Seiten, das ist, wenn die ein Motto haben. Und ich habe gesehen, dass die meisten Profis, die solche Art Journal Seiten basteln, haben immer ein Motto für ihre Seite. Jetzt hätte ich zwar für diese auch eins, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Plan, wo ich da noch jetzt einen Schriftzug anbringen sollte. Wüsste ich jetzt nicht, würde mir jetzt gar nichts einfallen. Und da ich auf den wenigsten Art Journal Seiten, die ich bisher gemacht habe, überhaupt irgendwelche Schriften oder wie ist die Mehrzahl von Motto? Mottos? Motti? Klingt beides blöd. Also da ich bei meinen Seiten, ihr merkt, das sonnige Wetter, das macht mich ganz Bambule. Albrecht. Also da ich überhaupt keine Seiten habe oder ganz, ganz wenig Seiten habe, die irgendein Motto haben, lasse ich die jetzt auch einfach mal so. Und wer sich jetzt denkt, was für ein Käse, braucht kein Mensch. Es war ein Experiment. Ich wollte einfach mal mit meinen Resten, ich habe also bei der Wiki, den meisten YouTubern ist die sicher bekannt, die hat irgendwie knapp 100.000 Abonnenten, habe ich eine Leinwand gesehen, die sie gestaltet hat mit Mosaik und habe gedacht, hey, meine Reste, die könnte ich doch für sowas nehmen und wollte mir nicht wieder eine Leinwand hinstellen, weil da stehen schon so viele. Also habe ich einfach in meinem Art Journal jetzt meine Reste verwurstet und wollte mal so ein bisschen rumspielen mit dieser Effektpaste und mit diesen Gelatos. Das ist dabei rausgekommen. Und wenn man zu viel Farbe drauf hat, kann man das mit einem Feuchttuch ganz einfach abwischen. Habe ich eben auch gerade gemerkt. Also seht es als Experiment. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt keine bleibenden Schäden von dem Stativsturz erlitten und die Natalie und die Chrissy können sich bei mir melden, wenn sie Interesse an dem Goodie haben. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, trotz Chaotik und ständigen Pausen und Absturz, ihr habt euch amüsiert, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bleibt gesund! Und passt auf euch auf, macht es gut. Tschüssi.